Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Echt Gutes, überraschend schnell zubereitet, die Kochshow mit Jan Aigner. Ich habe es im Laufe der Woche schon einmal angekündigt für den Sonntag um 17 Uhr, was wir kochen werden. Und zwar kochen wir was Vegetarisches, weil die Weihnachtszeit steht bevor und es wird eh deftig und kräftig genug. Deshalb habe ich mir überlegt, wir machen hausgemachte Kartoffelnocke mit Bio-Kräuterseitlingen, das leicht getrüffelt, Rucola und Weizer Schafsbrinsen. Okay, first things first. Wir brauchen 500 Gramm gekochte, vorwiegend mehlige Kartoffeln. Die könnt ihr euch am besten schon am Tag davor kochen, durch eine Kartoffelpresse durchjagen, auskühlen lassen und einfach in den Kühlschrank stellen. So, die habe ich jetzt da in der Schüssel, 500 Gramm gepresste Kartoffeln. Dann brauchen wir geriebene Muskatnuss. Da reihen wir schon mal schön rein. Das muss natürlich auch noch ein bisschen was schmecken, das heißt, da braucht es nicht zu zaghaft sein beim Würzen. Dann brauchen wir natürlich eine schöne Prise Salz. Schöne Prise Salz rein. Jetzt brauchen wir auf diese Menge, da habe ich zwar Bio-Freiland-Eier, da brauchen wir nur das Eigelb. Das heißt, zwei Dotter hinzu, ohne Schale. Wenn nicht, dann fischst du die Schalen einfach wieder raus. So. Zack. Nochmal. Zweites Dotter hinzu. Des Weiteren benötigen wir da 150 Gramm Mehl. Glattes Mehl, gesiebt am besten, dann holt euch die ganzen Reststoffe, die eventuell drinnen sind, auch noch raus. Gebt es dazu. Gewürzt haben wir es. Und jetzt tun wir das einfach einmal verrühren. Ich habe nur dabei noch einen Handschuh zum Formen, ziehe ich mir den dann aus. In der Zwischenzeit stütze ich einen Topf mit Wasser auf, gebt da auch eine schöne Prise Salz rein. So, dann wir den einfach einmal abarbeiten. Praktisch ist, ihr könnt das natürlich auch in einer Rührmaschine machen. Ja. Wichtig ist nur, dass ihr diesen Teig nicht zu lang dann abarbeitet mit so einem Bischof oder einer Knethacke, weil sonst kommt die Stärke vom Kartoffel wieder aus und dann wird das so ein kleistriger Kartoffelteig und da wären die Gnocchi dann nicht fluffig, sondern eher hart und fest und das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir das einfach nur vermengt. Seht ihr, der Teig hat das ganze Mehl aufgenommen. Und jetzt braucht ihr eine saubere Arbeitsfläche. Das gehen wir uns da gleich einmal. Da haben wir Schaufler's Kornkraft, glattes Mehl. Fahren wir da nochmal rein, da haben wir uns die Arbeitsfläche leicht bestauben und machen wir uns ein bisschen am Platz. Jetzt Handschuh weg, brauchen wir nicht mehr. Und da ein bisschen am Platz, damit wir schön arbeiten können. Jetzt geben wir uns den Teig auf die leicht nivellierte Fläche, Schüssel weg und rollen das einfach einmal so ab. Da soll jetzt nicht mehr allzu viel Mehl dazukommen, es ist nur, dass er nicht bicken bleibt und dass er leichter zum Verarbeiten ist. Eine Spur nehmen wir uns noch. So, jetzt habt ihr da eine schöne, glatte, homogene Masse. Und jetzt tat sich da einfach so Stücke runter. Je nachdem, ihr könnt auch eine 2 Meter Wurst machen. Da ist jetzt wirklich wichtig, dass nicht zu viel Mehl, also wirklich nur ganz eine leichte Schicht ist. Weil, wie gesagt, wir wollen da beim Mehl nicht so viel reingeben. Jetzt rollen wir uns da so schöne Schlangen. Das geht eh ganz easy. Und zwar dieses Rezept, was ich da gerade erwähnt habe, das ist mein Universal-Kartoffelteig-Rezept. In Wien früher haben wir immer gesagt, das ist unser Kartoffelsportrezept, weil du fast alles damit machen kannst. Wenn du jetzt einen süßen Knödel machen würdest, würdest du natürlich, solltest du den Salzgehalt dementsprechend runterfahren und dann tust du eine Prise Zucker ein in den Teig. Ja, aber ich zeige das auch gleich. Da machen wir uns noch Schlangerl, was man damit alles machen kann. So, jetzt habe ich einmal so 5 Schlangerl runtergewurzelt. Jetzt tun wir uns die Schlangerl leicht bemehlen. Nur, dass wir eine Hauchschicht drüber haben. Dann rollt sich das Ganze nämlich auch viel besser. Und jetzt nehmen wir uns da
Also wunderbare Teigkarten. Da müssen wir schauen, dass die Kartoffelschlangen gleich dick sind. Und jetzt fahren wir den Anschnitt weg. Und jetzt stechen wir uns da einfach so Rauten runter, sage ich jetzt einmal. Rauten. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es natürlich klassisch mit dem Gabelrücken, dass man das abdruckt. Das finde ich aber schon ein bisschen alt. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen eine sogenannte Saftkuhle. Das heißt, ich tue meinen Zeigefinger seitlich mit ein bisschen Mehl versehen und drücke diese Kartoffelnocke auf dieser Hochkante runter. Das ist noch richtig gutes Handwerk und jeder Nocke hat meine persönlichen Fingerabdruck. Jetzt machen wir das mit den paar. Wie gesagt, Wasser haben wir gesalzen. Und dann, das geht rucki zucki. Während wir die einkochen, zeige ich euch, was man noch so alles mit diesem Kartoffelteig machen kann. Jetzt schmeißen wir die einmal da rein. Einfach direkt ins kochende Salzwasser rein. Dann riecht es euch am besten eine kleine Schüssel mit ein bisschen Eiswasser her. Denn das ist auch was ganz was Wichtiges. Wir wollen das Optimale aus diesem Kartoffelteig rausholen. Und das schaffen wir, indem wir den Kochprozess abbrechen, dann eine Soße herstellen und die Gnocchi in der Soße erwärmen. Die kochen ca. 2 Minuten, maximal 3. Wenn sie oben schwimmen, bis das fertig ist. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können mit dem Kartoffelteig zum Beispiel schöne Schupfnudel formen. Da muss man nur schauen beim Formen, dass dann eher weniger Mehl auf der Arbeitsfläche ist, weil sonst rutscht es nur hin und her. Das heißt, wir können uns das ja so wirklich schöne große Schupfnudeln machen oder auch kleine. Wunderschön. Wir können das Ganze ganz dünn machen und zum Beispiel über, habe ich jetzt gerade nicht da, ist gut, ich demonstriere es nur, über einen Metallspieß drehen und gedrehte, die zieht man dann ab, wenn der Metallspieß gerade ist, kann man das super abziehen, mit dem Löffel geht es jetzt nicht, und dann kocht man das ein, waren dann, wie die Italiener sagen, Strozzapretti, also Kartoffelnudeln, also eine Nudel aus Kartoffelteig, dann natürlich auch möglich, ihr macht einen schönen Knädel, füllt euch den, jetzt zum Beispiel, da hätte ich eh von den Weizer Schafbauern an Schafsbrimsen. Ich sage das jetzt nur, während die Kartoffeln kochen, gehen wir an Schafsbrimsen. Der schmeckt nämlich sensationell gut. Ihr könnt das natürlich füllen, ist eh ganz klar, also there is no limit. Ja. Zack, die Konsistenz ist einfach bei diesem Kartoffelteig optimal. Der Knödel, der Mini-Knödel, kocht jetzt natürlich ein bisschen länger, bei dem würde ich schon 10 Minuten ansetzen. So, das kocht uns ein bisschen zu stark, gehen wir ein bisschen zurück. Und wie gesagt, das ist unser Universal-Sportrezept. Kartoffelroulade, ausbreiten, auswolgen, einrollen, ist dann eher gescheiter, ihr macht es kurz, rollt es in Glassichtfolie ein und kocht es da drinnen. Oder wenn es einen Kombidämpfer, einen Dampfgarer daheim hat, schiebt es bei Dampf rein und da hat es 20 Minuten dämpfen. So, das geben wir mal auf die Seite. Das kriegt nachher das Personal, also wir schmeißen nichts weg, möchte ich nur dazu sagen. Jetzt sind wir bei dem Punkt, machen wir uns da wieder ein bisschen sauber, wo wir unsere Kartoffelnocke, ihr seht, da zerfällt nichts, die sind super fluffig, sind schön aufgegangen, gehen wir in unser Eiswasser und lassen die da drin einmal abkühlen. So, jetzt haben wir es. Perfekt. Lassen wir die einfach einmal abkühlen und stellen wir es auf die Seite. Dann eine Pfanne. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ein Schneidbrettel herrichten. Ups. So, haben wir da wunderschöne Bio-Seitlinge, die sind in dem Fall jetzt aus dem Machfeld, sind sogar schon, schauen wir,
wunderschön aus, wie kleine Kristalle. Wunderschön, super im Geschmack. Die würde ich jetzt auch gar nicht groß, da müsst ihr natürlich aufpassen, ist noch irgendwie ein Strunk, irgendein Dreck drauf, in dem Fall sind die geputzt, da ist nichts mehr drauf, das sind richtig kleine Kunstwerke. Da schneiden wir uns ein bisschen an. Nehmen wir noch einen dazu. So, Pfanne ist heiß. Jetzt einen Spritzer. Olivenöl, nicht viel, braucht nicht viel. Und das nehmen wir gleich her. Und die Pilze in die Pfanne. Nehmen wir noch einen dazu, was so schön ist. Das ist so ein wunderschönes Produkt. Baby Bio Kräuterseitlinge. Wunderschön. So, jetzt braten wir die. Machen wir die Hände kurz ein bisschen sauber machen wieder. Hygiene first. Ist auch natürlich eine super Geschichte zum Vorbereiten. Also der Kartoffelteig gemacht und dann verarbeitet, das heißt geformt und gekocht, lasst sie im Kühlschrank, gibt es einen Spritzer Olivenöl auf, damit sie nicht zusammenkippen, lasst sie im Kühlschrank 2-3 Tage ohne weiteres halten. Ja. Oder sogar eingefroren. Also da ist auch natürlich, wenn es jetzt ein bisschen mehr habt, wir verbrauchen das heute mit den Leuten, aber wenn es ein bisschen mehr habt, wenn es ein Vakuumiergerät daheim habt, in einem Vakuumbeutel und vakuumieren, eben ein bisschen Öl, damit es nicht pickt. Oder auch die Knädel, ist überhaupt kein Thema. So, wir braten unsere Pilze, dass die schön goldbraun werden. Haben auch eine super Konsistenz, diese Pilze. Ich salze jetzt noch nicht, ich warte noch ein bisschen mit dem Salzen, weil ich noch mehr Röstarome haben will und wenn ich es gleich salzen würde, wird das Salz das Wasser aus die Pilze ziehen und dann ist der Garprozess jetzt nicht mehr, also dieser Bratprozess jetzt nicht mehr so optimal. Unsere Kartoffelnocke, die wir da zum Abschrecken ins Eiswasser gegeben haben, können wir jetzt auch abseichen. Ich habe mir da einfach so ein Sieberl hergerichtet. Da können wir das Wasser mal wegschütten. Und dann tun wir diese Kartoffelnocke einfach da mal abtropfen lassen, weil wir wollen da auch nicht viel Wasser drauf haben. Da haben wir die Eiswürfel, die nicht einmal geschmolzen sind, weg. Et voilà. Das können wir dabei auf Seiten stellen. Wunderbar. So, jetzt haben die Pilze eine schöne Farbe. Jetzt gehen wir da eher hinein als daneben hinzu. Dann leicht salzen, leicht pfeffern und jetzt tun wir das Ganze mit einem Gemüsefond, wir bleiben ja vegetarisch, haben wir gesagt, 150 bis 200 Milliliter aufkochen. So, dampft natürlich gewaltig, ganz klar, ist aber überhaupt kein Problem. So, von der normalen Butter brauchen wir jetzt keine mehr. Wir haben gesagt, wir trüffeln ein bisschen. Da habe ich ein bisschen eine hausgemachte Trüffelbutter. Braucht auch nicht viel. So, und jetzt haben wir da unseren Sud. Pilzig, leicht trüffelig. Jetzt, ich habe es vorher schon erwähnt, erwärmen wir uns und glasieren uns die Gnocchi wieder in diesen Sud. Ah, da ist noch ein kleiner Eiswürfel, den gehen wir weg. Gnocchi hinzufügen. Arbeitsplatz immer sauber halten, du hast da viel leichter. So, und jetzt glasieren wir diese Gnocchi in dem Sud. Das heißt, ein bisschen werden wir die Flüssigkeiten einreduzieren lassen. Einmal kosten müssen wir es natürlich, damit wir wissen, wo wir stehen. Ich koste da jetzt einmal den Sud. Wow, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Gnocchi müssen wir auch kosten. Und da haben wir jetzt
da haben wir jetzt, das sieht man, da haben wir jetzt so eine wunderschöne Saftkuhle drinnen. Und beim Glasieren, da verbindet sich der Gnocchi mit dieser Sauce. Alter, ich kann es euch nur raten, probiert dieses Rezept aus. Es ist sensationell einfach. Und das Ergebnis, ich werde sagen, bumm, das sind die besten Kartoffelnocke, die ich in meinem Leben gegessen habe. Jawohl, das kriegt jetzt ein schönes Glanzerl. Ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? So, was kommt jetzt noch dazu? Wir haben da noch ein bisschen Rucola. Der bringt uns erstens ein schönes Grün in das Gericht, aber nicht nur die Optik ist wichtig, sondern auch die inneren Werte, der Rucola, der leichte Pfeffernoten. Das heißt, jetzt füllen wir den Rucola, wir drehen jetzt ab, fügen den Rucola hinzu, dann das ruhig einmal schön durchschwenken. Wow, herrlich, herrlich. Und dann können wir auch schon zum Anrichten kommen. Und zwar nehmen wir uns da einen schönen tiefen Pastateller, platzieren uns diese Kartoffelnocke mit den Pilze da einmal schön auf. Das ist ein Traum. So. Wir machen nicht. Streibt es ein bisschen. So, jetzt haben wir da unseren Weizer Schafsbrinsel. Das ist so wie ein Frischkäse. Der braucht kein Salz. Der ist super cremig. Da geben wir uns jetzt einfach so drei so Nockerl auf. Und zu guter Letzt holen wir uns da einen schwarzen Trüffel raus. Da brauchen wir Trüffelhabe. Für den Trüffelsponsoring herzlichen Dank an die Firma Metro Graz. Christian Posch, danke dir. Jetzt trüffeln wir uns da einfach ein bisschen was auf. Und dann wünsche ich einen guten Appetit mit unserer hausgemachten Kartoffelgnocchi mit Bio-Kräuter-Seitlingen, getrüffelt Rucola und Weizer Schafsbrinsen. Ich freue mich, wenn ihr eingeschaltet, wenn ihr euch das anschaut, und ich freue mich auf Feedback unbedingt. Leave a comment, weil ich würde gerne wissen, wie es euch schmeckt und wie euch das Kartoffelrezept taugt. Danke fürs Zuschauen, herzlichst euer Jan Eigner. Pfiat euch!